Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Vor euch seht ihr Tom und Tai. Servus. Ein ehemaliger Mitarbeiter und ein aktueller noch Mitarbeiter. wir waren heute zu dritt in der Helmwelt Magdeburg. Ich habe die Coverage gemacht, habt ihr vielleicht die Videos schon gesehen, die ganzen FMs von heute. Und jetzt treffen wir uns abends noch im Büro und machen die Feature von den Decks der zwei, weil sie beide getoppt haben. Wir fangen bei Tom an. Genau, also ich bin bis ins Finale gekommen, K und ich. Haben da gegeneinander gespielt. Leider mussten wir los, deswegen haben wir im Finale gesplittet. Also Grüße an K an dieser Stelle. Und genau, mehr würde ich auch eigentlich gar nicht so zu dem okay, sagen. Du hast Phantom Knights gespielt. Genau, ich habe Phantom Knights gespielt. Mit dem neuen Hero. Mit dem neuen Hero. Eine super gute Karte. Hm. Alle bei Jens kaufen. Die will ich gelistet haben. Mit dem Code Phantom Knight 5%. Auf jeden Fall haben wir davon noch ein paar über. Zum Glück. Gut, würde ich sagen, starten wir doch mit dem Deckprofil. Gehen wir nur auf die Matte. Das drumherum habe ich da nicht mehr drauf. Okay. Und los. Gut, also erstmal zum Herzstück des Decks. Dreimal Thornskates. Also der Mann macht einfach alles. Wenn die Normals haben im Durchkampf, hast du in der Regel eigentlich manchmal gute Chancen, um irgendwie Felder zu brechen. Dann dreimal der Phantom Knight Extender und Trap Searcher Silent Boots. Eigentlich das Standard-Play Normals haben, Special Summon, Cherubini und Combo. Dann habe ich noch zwei Cloak gespielt und einmal Gloves und einmal den anderen Extender. Einfach um viele PK-Namen zu haben und immer einen Warrior zu haben, den man normen kann, um dann halt Plays zu machen. Dann habe ich vermutlich den besten Dreier-Extender, den es jemals gegeben hat, gespielt. Tourguide. Ja, Tai. Leider nicht die Secret- oder Ulti-Version. Dementsprechend natürlich auch die beiden guten VAs. Und keinen anderen, also leider kein PK Fire mehr wie damals, sondern nur noch eine kleine Burning Abyss Engine. Tourguide ist tatsächlich die beste Normal Summon, aber auch die fragilste, weil wenn du da auch eine Handshop kassierst und keinen Extender hast, dann passt du halt einfach auf nichts und genau, Extender spielen. Wo wir bei Extendern sind, habe ich einmal den Rereader gespielt und einmal den Fährtenlaser. Einfach zwei ganz normale Dreier Extender, genau wie die Dangers. Die sind auch noch Finsternis, was sehr gut ist, um Rusty zu bauen. Und genau, einfach Extender, damit die Normal Summon auch mehr macht als nur Pass. Und wie Jens bereits gesagt hat, habe ich das Hero Package Karte gespielt. Die besten Karten. Also nie gezogen. ich spiele 43 Karten. Und wie oft ich einen von beiden oder beide auf der Hand hatte, es ist unglaublich. Also man geht schon extra hoch, um nicht die Bricks zu ziehen und zieht sie trotzdem. Naja. Mathe. dann nochmal kurz zu den Phantom Knight Traps. Zwei Fogblades, einmal Wings und einmal diese Karte. Genau, eigentlich finde ich die Standard-Ratio, ich glaube drei Fogblades sind in den meisten Decks, ich finde die ein bisschen zu bricky, weil du eigentlich nur zwei brauchst und der Grave Effect once per turn ist, deswegen reicht das eigentlich. Um weitere Extender zu nennen und die auch gut mit dem Seas harmonieren, habe ich zweimal Teleport gespielt. Ja, einen Gold Rare und einen Ultra Rare. Nice. Super gut, weil der nicht irgendwie auf die Summon triggert, wie irgendwie Kagemusha Knight, sondern du den einfach auch am Ende deines Zuges oder nachdem du gehandtrippt wurdest noch aktivieren kannst. Also schon ein super guter Extender. Und dann habe ich noch einen Roter gespielt, einfach aus Konstanzgründen, ein Called by the Grave und dann dreimal die Fusion Destiny. Wenn man nicht in Anaconda gehen muss, weil man die Karte Hardraw hat, ist es schon deutlich einfacher durch Handshifts zu spielen. Und um auch gegnerische Felder zu brechen, habe ich, wie ihr bereits gesehen habt, keine einzige Handshift gespielt, also wir sind bei den Spells, sondern ganz viele Going Second Spells oder Feldbrecher Spells, nämlich dreimal Droplet, dreimal Dark Ruler und dreimal Lightning Storm. Also jede Kombination von diesen beiden Karten oder von diesen drei Karten oder Chalice bricht eigentlich die meisten Felder und macht Handtrips quasi unnötig. Handtrips verlieren zumindest momentan super stark gegen Talents und Crossout und was auch immer. Deswegen habe ich mich jetzt für das Event ohne oder dafür entschieden, ohne Handtrips zu spielen. Genau, hat ganz gut funktioniert. Ich habe in Swiss nur einmal gegen Bird abgedrawt und ansonsten keinen Match verloren. Und das, obwohl ich tatsächlich nicht so viele Dice Rolls gewonnen habe. Aber genau,
für mich hat das alles ganz gut funktioniert. Chalice ist halt ganz cool, weil man damit auch eine Sense nie gehen kann und jetzt viele Decks aufgrund des neuen Heroes auch einfach Sense beschwören können. Und da ist ganz cool, wenn man, sag ich mal, 5 Torres hat anstatt 3. Genau. Dann zum Extra-Deck. Eine Shibini, eine Rusty, eine IP und ein Einhorn. Eigentlich ganz Standard. Dann noch ein Appaloosa und ein Nexus Code. Und aufgrund der Tatsache, dass ich dieses Fusion Package spiele, habe ich einmal ein Mirage, einmal Linksblade und einmal Anaconda gespielt. Einfach damit jeder PK oder jeder, sag ich mal, gute PK auch mit dem Destroyer enden kann, den ich auch gespielt habe. Und dann habe ich noch die Dreier-Exceeds Levia und einmal Breaksword gespielt. Zwei sind eigentlich gut, aber ich habe leider keinen Platz gefunden, weil ich auch noch Downward und Zeus gespielt habe. Und wenn Rusty stirbt und die wiederholt, sind die Level 4 die Monster. Deswegen habe ich noch ein Ibis und Nightmare gespielt. Man kann auch überlegen, Redoer zu spielen, einfach weil er 2-4 Angriff hat, eine Karte ziehen lassen kann, ein Bounce ist oder, sag ich mal, auch andere Sachen umspielen kann. Kannst du mir erklären, warum die beiden wegen dem Phönix? Was hat das damit auf sich? Selbstverständlich. Ist das jetzt wegen der Trap, die... Genau, ich zeige es euch kurz. Also spielt dann keine Rolle, welchen von... Also wenn man jetzt... Wo sind sie? Braucht die Anaconda 2 Effektmonster? Oder? Ja. Ach, deswegen. Also es ist egal, ob man den öffnet oder den öffnet oder den öffnet. Wenn man nichts anderes hat, kann man einen von den Normen in einen Mirage gehen, die Effekte aktivieren, entweder damit einen von denen senden und dann den benutzen oder direkt die benutzen, um die zu adden. Die specialt sich, wenn man keine Trap hat, ja. Geht in Grave, links beide und dann hat man direkt eine Anaconda. Und das wird nur einer Norme summon. Ja, und, okay, jetzt verstehe ich. Dadurch hast du dann nächste Runde 2 Draws, Follow-up und genau. Also okay. So wird dann auch ein Brick oder wenn man gehandtrippt wird, ganz schnell zu einem guten Play. Na gut, clever. Genau. Und dann das Side-Deck. Wie ich vorhin angeschnitten habe, Sense ist ein großes Thema momentan. Ich habe die auch gespielt und habe dafür eine Dagda gesided. Einfach weil man die mit Destroyer poppen kann. Super gut. Dann verliert man nicht gegen Evenly, man verliert nicht gegen Dark Ruler, man verliert nicht gegen Lightning Storm. Droplet ist natürlich eine Karte, aber naja. Dann hat man auch noch andere Interruptions, sage ich mal, und deswegen auch ist das Ganze in Ordnung. Dann habe ich tatsächlich Handjob gesided. Dreimal Lanze und dreimal Droll. Super gut gegen Swords Hole und das Bird Up Deck. Eigentlich so die einzigen Decks, die ich wirklich, bevor ich Angst hatte. Swords Hole kann dir diesen Protoss hinlegen mit der Dark Hold und du kannst dich mehr specialen. Und dagegen ist Lanze ja super gut. Und allgemein auch gegen alle anderen Decks sind Troll und Lanze ja cool. Und halt super generic, machen mehr als nur Ash 1-for-1 oder Baylor 1-for-1. Deswegen habe ich die gespielt. Und Going Second auch noch ein Reboot gegen Trap Decks oder gegen Revolt, gegen Floodgates, alles mögliche. Auf dem Bird Up. Also ich, Tai hat super gut damit performt. Guckt euch das Feature mit an. Ich kann auf 1, oder? Auf 1. Ja, also leider, also, das heißt leider Gottes, Gott sei Dank. Und Going First, weil ich so viele Going Second Karten Main habe, kommen dann natürlich noch einige Going First Karten rein. Die Standards spells mal keiner, weil man selbst sie spielt. Dann verliert man natürlich auch dagegen. Und dann noch 3 Judgment. Kann alles nie gehen, Evenly. In der Regel auch ein Droplet oder ein Dark Ruler, deswegen super generic. Genau, das war mein Deck, 43 Karten, 15 Zeit, 15 extra Deck. Ansonsten... Sehr cool. Genau, weiß nicht. Ist ja gut gelaufen, kein Loss so richtig. Genau, also ich habe nur inzwischen, wie gesagt, einen Draw gehabt, war anlagt, ich hätte gern 2 früher schieben müssen. Aber genau so sieht's aus. Props an Tai, mein Testpartner, also ich habe gegen 3 Bird-Ups gespielt oder 4. Mhm. Wenn, war ja auch Meta, ja. Ne? War ja genau. 8 von 34. Hm. Also ich glaube aus 7 oder 8 Runden 4 Bird-Ups. Krass. Wenn ich nicht gegen ihn getestet hätte, wüsste ich nicht, was es Deck tut. Ja. Aber genau. Das wäre so mein Deck-Profile. Okay, haben wir noch was zu sagen oder? Ja, Props an Erik. Vielen Dank für den kann ich mich nur für bedanken. Und Jens, danke fürs Profile. Grüße an unsere Sponsoren, ja, Marvin, Mario und Jens auch. Und mein Team Legacy Card Gaming, genau. Teilen noch irgendwelche finalen Worte. Ich habe noch mein eigenes Deckprofile. Aber, wenn es auch bei deinem drauf ist, schau doch dann nachher, Jakob. Du weißt warum. Ist erledigt. Gut, Dankeschön dafür. Und dann geht's im nächsten Video weiter mit Teil seinem Profile. Peace.